Ja, wir sind hier auf der Einsatzstelle Spaner Straße in Sögel. Hier hat sich kurz nach 18 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ja, wir haben eine leblose Person, die im Fahrzeug eingeklemmt war, aus dem Fahrzeug befreit. Wir konnten, oder auch der Rettungsdienst konnte, nichts mehr für die Person machen. Diese Strecke ist, wie man hier sehen kann, ja kurvenreich, und es haben auch schon einige Verkehrsunfälle hier stattgefunden, sodass wir diesen Einsatzort schon öfter aufgesucht haben.